Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Video in unserem neuen Büro. Ein bisschen was von LAN-Party, wie wir hier sitzen, ne? Ja, aktuell schon noch. Wir fangen heute mal mit einem Frage-Antwort-Video an. War ich eigentlich nicht so der Fan von, aber irgendwie habe ich doch Bock zu, weil man so ein paar Sachen in so einem Frage-Antwort-Video einfach besser klären kann, finde ich. Und wir haben so eine wunderschöne Wand unter unserer Klimaanlage hängen, wo wir so ein paar Sachen draufgeschrieben haben, beziehungsweise wo wir jetzt fortwährend immer Sachen hoffentlich draufschreiben, weil hier gegenüber sitzt eigentlich noch Joni. Der ist jetzt gerade auf Mallorca. Ich bin gerade von Mallorca zurück, wie man vielleicht ein bisschen sieht. Ein bisschen Bräune mitgebracht hier. Und Joni ist hingeflogen. Der sitzt normalerweise aber auch da. Das heißt, ich hoffe, er wird auch regelmäßig sein Dünnes dazugeben, wird da ein paar Sachen ranschreiben. Und wir können mit diesen Videos und auch mit diesem Büro, beziehungsweise unserem Bürokomplex, einfach ein bisschen diesem Channel noch eine persönliche Note geben. Weil ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen. Wir sind extrem technisch. Mittlerweile verfolgt ihr uns alle aber fast 3 Jahre. Und ich finde, jetzt nach 3 Jahren können wir mal anfangen, auch mal so ein bisschen, dass ihr so zwischen den Zeilen ein bisschen Spaß mitbekommt, ein bisschen unseren Humor mitbekommt und einfach auch mal ein bisschen das alltägliche Leben seht. Ja, so, ich will noch nicht zu viel versprechen. Erster Punkt ist nämlich, weil 1 Million Fragen kamen, Roomtour. Wir sind alle mittlerweile nach oben gezogen. Mehr verrate ich noch nicht. Das kommt auf jeden Fall noch. Aktuell ist es alles allerdings noch ein bisschen kahl. Das heißt, wir müssen uns erstmal einleben, dekorieren. Einrichten. Einrichten. Ja. Ein paar Highlights haben wir so überlegt. Unser Kabelmanagement ist aktuell noch eine absolute 6. Aber bevor wir diese wunderschöne Tischplatte zerschneiden, die aktuell wahrscheinlich zu den aktuellen Holzpreisen in Gold aufzuwiegen ist, habe ich gesagt, wir schmeißen erstmal alles da in die Mitte, gucken, wie unsere Monitore, Rechner und so weiter stehen und fangen dann an, Löcher zu bohren. Der eine oder andere wird vielleicht auch diesen Tisch erkennen, weil aus der Not heraus, weil es aktuell eh keine Veranstaltungen gibt, aktuell habe ich die Hoffnung, dass es bald wieder welche gibt, haben wir tatsächlich die Platten von der Essen Motorshow genommen. Das heißt, das waren mal unser Tresen. Ich behaupte mal, 10% von euch haben an diesem Tresen schon gestanden, bei uns was gekauft, Gespräche geführt, vielleicht eine Heineken gezogen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich am ehesten erstmal eine Heineken getrunken. Und ein Ex-Angestellter von uns, vielen Dank nochmal an Andi, der ist eigentlich gelernter Tischler und der hat tatsächlich aus 3 Platten eine riesige 2x200 Meter Platte gemacht. Sieht man fast gar nicht mehr, mega geil geworden. Gestell darunter, selbst geschweißt. Hat vielleicht der eine oder andere bei Instagram so ein bisschen verfolgt. Aber da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. So, ja, das ist erstmal das Büro von uns dreien hier. Klimatisiert, weil wir direkt unterm Dach sind. War auf jeden Fall gut, jetzt gerade wo es warm wird. Ja. Und ja, jetzt geht's los. Frage, Antwort. Als allererstes noch, wir sind tatsächlich gerade bei, jetzt kommt's, ich habe nämlich angefangen, die Videos durchzunummerieren vom ersten. Hab dann irgendwann aufgegeben, beziehungsweise habe es heute nicht geschafft, werde es noch fertig machen. Aber, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind wir aktuell im 424. Video. Das ist schon nicht wenig, ne? Geht schon, ne? Ja. So, und jetzt kommt die Zahl, wo ich am allerstolzesten drauf bin. Von den 424 Videos sind alle lückenlos online. Wir hatten nie irgendwelche Urheberrechtsprobleme, irgendwelche Sachen, die wir rausmachen mussten, wie auch immer. Alle Videos vom ersten Tag sind noch zu finden. Ein Livestream nicht. Ein Livestream nicht, beziehungsweise ein paar Livestreams nicht. Bei den Livestreams entscheide ich immer selber, ob ich sie online lasse oder nicht, weil ich finde, so ein Livestream hat immer so eine, A, sind sie natürlich ton- und bildtechnisch nicht so qualitativ hoch, wie wir es eigentlich gerne bringen würden. Somit habe ich da teilweise mal entschieden, so den Livestream machen wir offline, alleine um auch den Zuschauern, die sich wirklich die Zeit nehmen und live dabei sind, etwas zu gönnen, dass sie Exklusives gesehen haben. Deswegen ist das immer so. Aber sonst wirklich 100% online. Ganz hart angefangen, allererstes Video, kannst du eigentlich mal einblenden, zumindest die allererste Sequenz, weil es war tatsächlich, also es hat angefangen mit einer cinematischen Szene, wie der Lambo uns nach Hannover gebracht wurde, mit Kevin. Kevin hatte den ja geschliffen und poliert. Und da wurde der Lambo zurückgebracht und René hat dann einen kleinen Porn rausgezaubert, wie das Auto gebracht wurde. Ist eigentlich ganz cool. Ich bin gespannt, was er sagt. Kannst ja mal reinhauen. Ich kenne ihn selber noch nicht. Hast du selber gar nicht gesehen? Nee, noch gar nicht. Kenne ich nicht. Ich bin gespannt, was du gleich. Ja, ich auch.
424. Video, glaube ich, kann man stolz drauf sein, dass wir das in 3 Jahren durchgezogen haben. Ne? Was da in Summe an Content gekommen ist, ist schon krass. So, da sind wir jetzt auch bei der ersten wichtigen organisatorischen Sache. Dafür würde ich diese Videos nämlich auch immer gerne nutzen, diese Frage-Antwort-Videos. Keine Angst, kommt jetzt nicht jede Woche eins, aber keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 3 Monate, so wie einfach, wenn die Liste wieder lang genug ist, geht's los. Folgendes, wir haben jetzt natürlich in diesen Büros komplett andere Möglichkeiten und deswegen würden wir gerne unser Team erweitern und suchen tatsächlich noch einen Cutter bzw. Kameramann. So. Beides am besten. Beides am besten, genau. Um den Gerüchten gleich vorweg ein Ende zu setzen, ich hoffe, sowohl du als auch René bleiben mir natürlich erhalten. Das hoffe ich auch. Da geht keiner weg, sondern wir wollen einfach nochmal einen Schritt weitergehen. Hab ein paar coole Ideen, sind leider aktuell wirklich zeitlich am Limit, also mehr geht einfach nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn ihr Bock habt, zu unserem Team zu kommen. Voraussetzungen gibt es eigentlich keine, außer ihr müsst definitiv Teamplayer sein, weil wir sind halt ein wildes Team. Müsst das Ganze schon ein bisschen beherrschen. Auf jeden Fall, bitte. Würde ich jetzt mal sagen, das heißt, sowohl eine Kamera zu halten, als auch zu schneiden, sollte schon Erfahrung da sein. Dann wünsche ich mir jemand, der vielleicht ein paar Sprachen beherrscht. Ist auch so ein Punkt. Das wäre auch cool, ist kein Muss. Ich würde sagen, ich blende hier unten jetzt gerade mal eine E-Mail-Adresse ein und da könnt ihr alle einfach eine Bewerbung hinschicken. Wie soll die Bewerbung am besten aussehen? Also ich hätte am liebsten einfach auf jeden Fall eine Art, irgendwie bewerbungsvideomäßig einfach kurz eine Art euch vorzustellen und halt ein Showreel, was ihr so gemacht habt bislang in dem Bereich. Das finde ich am coolsten. Showreel klingt schon wieder so professionell. Ich denke, ja, einfach so eine kleine Auswahl an Videos, die ihr schon so geschnitten, bearbeitet oder sonst was habt einfach. Irgendwas, was uns einfach überzeugt, wie auch immer. Ja. Ihr müsst es jetzt nicht in 4K rausrendern, in übelster Qualität. Ihr könnt es auch gerne in schlechtester Qualität, damit ihr es schicken könnt oder hochladen, Link schicken, wie auch immer. An der Stelle auf jeden Fall sorry nochmal, dass bei der letzten Bewerbungsrunde nicht alle eine Antwort bekommen haben. Da waren wir definitiv auch noch unterbesetzt. Dieses Mal wird es auf jeden Fall besser und Maxi wird euch da auf jeden Fall an Hand nehmen. Auf jeden Fall. So, also jeder, der Bock hat, zu unserem Team zu kommen, equipmentmäßig braucht er gar nichts mitbringen, haben wir alles, wird alles gestellt. Ihr müsst nur Bock haben auf eine wilde Zeit, so würde ich es mal formulieren. Ja. So, ja, freue mich drauf. Wird auf jeden Fall cool. Auch wenn eigentlich die Zeit ruhiger wird, das heißt gefühlt, man nicht mehr so viel rumfährt, nicht mehr so viele Events sind. Meine persönliche Lebenserfahrung ist allerdings, nach jedem Tief kommt noch umso ein krasseres Hoch. Das heißt, kann nur wild werden, das kann nur gut werden. Mal gucken, wo wir überall so hinkommen. Die Autos sind ja irgendwann alle hoffentlich fertig und dann geht das los. Kommt vielleicht auch noch andere Autos. Ich überlege, cool wäre nochmal ein System. Wundert euch nicht, hier wird nebenbei noch ein bisschen gearbeitet. Also die Handwerker sind noch am Start. Cool wäre noch irgendwie eine Art und Weise, wo ich noch keine Lösung für habe, ist, wie wir gewisse Fragen, die wichtig sind, in dieses Frage-Antwort-Video immer reinkriegt, weil wir gehen natürlich schon alle Kommentare durch, skalieren das auch einmal durch, wir schreiben es auch an eine Wand. Kann natürlich trotzdem sein, dass hier und da mal coole Sachen übersehen werden. Ne? Mhm. Fällt mir jetzt aber auch nichts so ein, wie wir das fragen per E-Mail, das wird zu krass werden. Egal, wir fangen einfach mal an. So, erste Thema hatten wir schon, Roomtour ist somit abgehakt, wird kommen. Thema Nummer 2, ich weiß nicht, wie oft ich es gelesen habe, Abarth Lazise. Ja, lese ich immer. Erstmal zum Abarth, wird gerade lackiert, denke mal nächste Woche können wir ihn abholen, geht es direkt da weiter. Hab mit Jean-Pierre etliche Male drüber gesprochen, er selber hat natürlich auch schon gesagt, er freut sich auch drauf, das Auto wird definitiv auf der Lazise fahren. Ich kann euch hiermit schon versprechen, ich werde alles geben, sowohl hardwaremäßig als auch softwaremäßig, dass das Ding da richtig abliefert. Ich sehe das Auto schneller auf der Lazise als er. Haben schon ein paar heikle Diskussionen darüber geführt, weil ich bin mit dem Auto jetzt schon ein paar Mal auf einem engeren Kurs gefahren. Ist ja eigentlich mehr so ein Slalom-Auto mit dem kurzen Radstand und das wird richtig, richtig gut. Das wird auch dieses Jahr passieren und das wird auch zeitnah passieren. Das heißt, ihr werdet es ja mitbekommen, das Auto muss erstmal fahren, abgestimmt werden, die ersten Runden auf der Strecke. Aber ich sag jetzt mal August rum, denke ich mal, ist so realistisch, vielleicht September. Ja, klingt gut. Ja. Dass wir da mal eine Zeit auf die Lazise ballern. Zumindest, dass er dort eine Zeit hinballert. Ziele 22. Fand ich eine coole Frage. War in einem Livestream, glaube ich, habe ich selber hingeschrieben. Ja, was heißt Ziele? Ziele, also ich habe ein extremes Ziel immer. Das ist natürlich
die Projekte fertig kriegen. Das ist Ziel Nummer eins. Aber ich habe aktuell noch ein weiteres Ziel. Ich würde gerne mit dem Abarth dann wirklich an ein paar Rennveranstaltungen teilnehmen. Offiziell. Offiziell. So. Will jetzt noch keinen Namen sagen, an welcher Veranstaltung. Wäre aber geil, wäre krass, weil ich weiß einfach, dass unser Team an Schraubern, so mit Marius und so weiter, wenn wir an so einer Rennveranstaltung teilnehmen würden, wo auch mal so ein bisschen geschraubt wird und so weiter, weil kann ja auch mal was kaputt gehen, weiß ich, ist eine ganz andere Liga. Wir werden komplett überfordert sein, aber wir hätten da alle so einen Bock drauf, bei sowas in der Startaufstellung zu stehen, nach Reglement ein Auto zu bauen. Deswegen kam jetzt auch diese krasse Zelle und so weiter da rein, dass man da wirklich nach Reglement unterwegs ist. Und das wäre so eigentlich mein Ziel, wo ich mich am meisten drauf freuen würde. Das ist auch eine coole Sache, glaube ich. Also so mal aktiv an dem Motorsport einfach teilzunehmen. Als Team, gar nicht unbedingt, dass ich selber fahre, muss gar nicht unbedingt, natürlich, aber es gibt mit Sicherheit auch definitiv Leute, die mehr Erfahrung haben und vielleicht auch besser fahren und meine Position einfach so eigentlich dieser Teammanager ist. Geht's ja auch schon los, dass die Leute... Kann hier mal jemand ans Telefon gehen? Das noch heißt hier das nervige Telefon. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Wo waren wir? Genau. Ziel 22 hatten wir. Genau, am aktiven Motorsport teilnehmen. Ja. Dann ein Punkt, ewige Frage, Dauerfrage. Limo fertig? Limo fertig? Es gibt jetzt definitiv wieder Ziele, auf die ich hinarbeite. Das heißt, zum Beispiel findet ja im September eine XSK-Night statt. Vielleicht zufälligerweise in Hannover. Würde sich anbieten. Wörthersee Reloaded. Essen Motorshow. Ja. So rollt dieses Jahr wieder, sagst du. Ja, also ich bin schon guter Dinge, dass das Ding dieses Jahr auf jeden Fall ein Event mitfahren, zeigen, was das Ding kann, auf keinen Fall. Aber zumindest einen Schlüssel umdrehen, springt an und so weiter. Halte ich schon für realistisch. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber, was heißt gedulden? Ihr wollt ja eigentlich auch die Fertigstellung sehen. Und das wird auf jeden Fall in den nächsten 4 bis 16 Wochen richtig knackig und detailliert, weil jetzt kommen die ganzen interessanten Videos, in denen wir in den letzten 3 Monaten vorgearbeitet haben. Genauso ist es auch nächster Punkt Lambo. Den will ich eigentlich dieses Jahr unbedingt auch nochmal zünden. Da gab es jetzt tatsächlich das Problem. Ich will noch nicht zu viel verraten. Könnt ihr euch auf ein cooles Video, ich glaube am Sonntag, freuen. Wir haben ja bei Andy angefangen, den Motor zusammenzubauen und haben dann festgestellt, dass wir lieber doch nochmal die Kurbelwelle überprüfen lassen, beziehungsweise das Wuchten. Ja, und dabei ist was ganz Unschönes bei rausgekommen, aber mehr verrate ich nicht. Nur, ihr könnt euch auf jeden Fall nochmal auf ein Video Lambo Kurbelwelle freuen. Das kommt Sonntag oder nächste Woche. Schauen wir mal. Boah, mega geil. Ich weiß nicht wie, wo, was. Ich habe auf jeden Fall tatsächlich wirklich öfter gelesen, Hallen-Upgrade. Ja, nach dem Video bei TTD, ne? Bei TTD, genau, da war das. Da muss ich wirklich sagen, dafür, dass man mittlerweile, jetzt gar nicht unbedingt bezogen auf YouTube, sondern auch auf alles drumherum schon relativ groß geworden ist, schrauben wir wirklich komplett unter Wert. Also das ist ein Zustand, natürlich kann man so schrauben, aber wir haben das waren halt Schrauberhallen, die im Alter von 20 bezahlbar waren und seitdem gab es kein Upgrade mehr. Das heißt, für aktuell und auch für die Menge der Projekte, wenn man natürlich ein Projekt hat, reicht eine Hebebühne. Bei der Menge an Projekten und auch bei der Menge an defekten Projekten, muss man ja leider immer dazu sagen bei diesen hochgezüchteten Autos, ist das aktuell, ist es ein Zustand, aber auch nicht mehr. Da kann ich allerdings sagen, ich hatte eigentlich immer vor, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, noch eine Halle zu bauen, weil wir haben noch Platz. Praktisch ist das Ganze allerdings aktuell, jeder kennt es, bei den aktuellen Baustoffpreisen unbezahlbar und dauert mir auch zu lange mit Genehmigung dies, das, jenes. Deswegen habe ich mich ein bisschen umgeguckt nach einer Alternative, habe da auch was gefunden und geht da auch bald los. Weil mein großer Wunschtraum war halt so, alles kompensiert auf eine Fläche. Muss gar nicht jetzt 5 Hebebühnen sein, aber zumindest, dass die ganzen Autos da so stehen, dass wir wirklich Kamera loslegen, schrauben, alles an Ort und Stelle. Kann man schon viel machen. Ja. So, sollte dieser Traum in Erfüllung gehen, hatte Mario schon die Befürchtung, dass er dort einziehen wird, weil das gibt einem nochmal so einen Motivationsschub, nochmal weiter zu schrauben, wenn man halt einfach so eine krasse Schrauberhalle hat, wie bei TTD, wie bei Paul. Paul hat ja auch immer so eine Vorzeigehalle, ne? Ja. Also ich glaube, dann geht es auch automatisch immer nochmal deutlich schneller mit allen Projekten auch weiter, weil man einfach gerne da ist, gerne filmt, gerne schraubt und einfach coolen Scheiß baut, ne? So, letzter Punkt, neue Projekte. Kommt auch immer wieder die Frage, kann ich eigentlich mehr oder weniger abkürzen, weil ich auch immer sage, neue Projekte, nur dann, wenn andere Projekte fertig sind. Noch sind die ganzen Projekte nicht fertig, weil wir haben noch vor uns
Limo, Lambo. Ja, eigentlich muss der X-Bow nochmal den neuen Motor bekommen. Der Stricher muss fertig gemacht werden, der Strich-8er. Also da sind Projekte ohne Ende da. Wenn ich persönlich mir aktuell ein neues Projekt wünschen könnte, würde ich wirklich, haltet euch fest, nochmal einen Bus umbauen. Ja, nach den letzten Videos, nach den letzten Erlebnissen, ne? Extrem viel gelernt durch diese Videos, weil ja. Ich würde auf gar keinen Fall einen Bus mit einem Motorumbau umbauen. Also ich würde schon einen bestehenden Bus für den Alltag nehmen und den auf fahrbare Leistung bringen. So würde ich es mal formulieren. Weil ich bin mir nicht sicher, wie lange das Ganze so noch weitergeht. Also ich würde gerne diese letzten Jahre auf unserer Autobahn einfach nochmal ein bisschen nutzen. Bin viel unterwegs. Da ist natürlich 200 PS Diesel irgendwann am Limit. Und wir haben so viele Spaßmomente in so einem Bus, dass diese Momente mir so ein bisschen fehlen. Also wir hätten so viele Spaßmomente, die wir jetzt nicht haben. Wo man halt einfach mal ein bisschen Sound, ein bisschen Leistung. Sound heißt auch im Innenraum. Wir hören gerne Musik hier, wie ihr seht. Wir haben auch tatsächlich einen Subwoofer unterm Tisch. Ganz kleine Ausführung. Deswegen würde ich es tatsächlich auch feiern, eine Anlage in einem Bus zu haben. Ist eine Thematik, die wir auf diesem Channel noch gar nicht hatten. Alleine deswegen würde es mich reizen. Deswegen würde ich tendenziell wahrscheinlich eher für den Alltag nochmal irgendwie so einen Bus klar machen. So, jetzt nicht in Richtung 800 PS oder so, ne? Aber schon so, dass das Ding so ein bisschen marschiert mal. Ne? Ja, ich würde sagen, das war's mit unserem ersten Frage-Antwort-Video. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob wir nicht zwischendurch schon mal eins gemacht hatten irgendwie. Aber ja, wir bestimmt, ich, aber das erste im neuen Büro auf jeden Fall. Das erste im neuen Büro und wir haben es auch so ein bisschen anders formuliert, weil da ging es dann mehr. Eigentlich habe ich das öfter immer live gemacht, weil ich es cool finde, dass die Leute direkt antworten können. Ja. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, dass nicht alle Leute genau in dem Moment Zeit haben, dort mit zu interagieren. Das heißt, man hat viele Meinungen aus einem Lager. Die Leute, die es sich aber später angucken, können nichts mehr cool tun. Deswegen fand ich dann doch die Version cool, das einfach so zu machen. So viel dazu. Ein paar organisatorische Sachen haben wir geklärt. Ihr könnt euch auf eine goldige Zukunft hoffentlich freuen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.